So, meine Damen und Herren, heute fahren wir hier zu Harold Typen. Wie was, hier komme ich nicht rein, hier muss ich an der Seite reingehen oder was? Hallo. Ah, das ist ein Bekannter. Ich will aber meine Waffe ziehen. Hallo. Ich denke, wir sollten miteinander reden, Mister. Sind Sie der Reporter? Harold Cawley vom Tattler. Ich schreibe über DeRazios nette kleine Korruptionsgeschäfte. Es fördert auch nicht die Gesundheit, Namen von Marcanos Leuten auszuplaudern. Noch nicht gehört? Auch Zigarettenrauch kann einen umbringen. Also, was ich weiß, ist Folgendes. Es gibt wohl bestechliche städtische Beamte. Pikante Sache. Im Mittelpunkt ist ein Bursche namens Frankie Bernard. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo er sitzt. Was es erschweren könnte, ihn zu finden. Tja, es ist so. Wie ich höre, benutzt Mr. Bernard tote Briefkästen. Orte, an denen seine Leute Schmiergeld für Beamte hinterlegen. Und zufällig weiß ich, wo die sind. Und außerdem hat Frankie einen hübschen Haufen Erpressungsmaterial von jedem dreckigen Geschäft, das er je gemacht hat, behalten. Mal gucken, ob einer der Kuriere mir verrät, wo ich ihren kleinen Erpresserfreund finde. Und natürlich sein Druckmaterial. Die Leute, die für Bernard arbeiten, sind genauso verschwiegen wie er selbst. Sie müssen sie irgendwie zum Reden bringen. Frank bezahlt korrupte Politiker um seine Lohnliste über gemeine Geldverstecke mit seinem Siegel drauf. Wenn du ihn das siehst, ist das Geld ganz in der Nähe. Keine Ahnung. So. Kommen wir zu dem Briefkasten, ne? Oder zu der Sache hier. Dieser kleine Nähe. Wie viel Schaden müssen wir machen? 50.000! Und diese Mats befragten Kuriere, okay. Die sind zwei Kuriere. Über sind zwei Kuriere, okay. Müssen wir mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das Ding hätte man ja auch laufen können. Ah, naja, gut. Oh. Elender Spitzel. Du weißt, dass es nicht gut aussieht. Und das ist nur ein Umschlag. Einen? Ja, genau das meine ich ja. Es werden dauernd Leute für weniger aus dem Bereich. Ich kann fühlen, wie die Löcher in meinen Socken größer werden. Hä? Scheiße, was war das? Verdient Bernard sein Geld. Mr. Bernard hat ein paar Eintreiber, die Verluste machen. Ich kenne nur die Art von Wagen, die sie fahren. Ich melde mich. So, dann haben wir den am Leben gelassen. So, Frankies Geldeintreiber übergeben Geld in der Korrupten. Halt, hier ist noch Geld, hier ist noch Geld, hier ist noch Geld. Wo ist das Geld? Da ist das Geld. Ach, tun, was ist denn das für ein korrupter Geldeintreiber? Das ist ja gar nichts. So, wir nehmen uns mal die Karre hier und fahren mal, wo sollen wir eigentlich fahren? Haben jetzt so eine schicke Karre und fahren wir auch mal so eine blöde Runde hin. Mal gucken, ob das was wird. So, wir haben hier 3000 auf der Kralle, ob das gut ist oder nicht. Das werden wir sehen, wenn wir dann das erstmal sterben. Dann werden wir wieder die Hälfte verlieren. 3000 ist vielleicht jetzt nicht das meiste, aber es geht schon. Hat doch irgendjemand gerade die Waffe gezogen. So. Hast du den Verstand verloren, Junge? Das ist ja kein Rauschgift.
Das ist nur ein bisschen. Lass uns friedlich bleiben, mein Freund. Achso, der gehört auch noch dazu. Dein Arsch bleibt genau da, wo er ist. Verdammt, wer bist du? Sagst mir jetzt alles, was du über Frankie Bernard weißt. Ah, Kacke! Oh, Kacke, er hat mich erwischt! Du sagst mir jetzt alles, was du über Frankie Bernard weißt. Der Boss treibt seine Geschäfte vom Imperial Badehaus aus. Mhm. Er hält die Politiker mit schmutzigen Bildchen, die er dort aufbewahrt, bei der Stange. Ab jetzt ist meine Gang deine Gang. Scheiße! So. Steal Franks Erpressungsskill. Okay. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ja, mal gucken. Ah, wir müssen hier hin. Schiedians Erpressungsbeute. Das werden wir jetzt auch hinkriegen. So. Machen wir mal los. Machen wir ein bisschen falsch rum. Die Stelle kommt mir bekannt vor. Das ist doch eigentlich auch in Teil 2. Teil 2 so ähnlich, die eine Strecke. Das ist durchgehend geradeaus geht. Mit der Palmenallee und sowas. Gab's auch im Teil 2. Ich werde die zwar jetzt nie so auf der Stelle finden oder sowas. Aber da gab's eine. Weißt du, ich wollte hier so ein bisschen über den Kreisverkehr fahren und jetzt geht das nicht. Oh yeah. So. Ein bisschen Grip-Shop fasten, ja. Schaffen. So, dann soll man hier halten. Kinder auf das Mindestniveau zu heben. Mir Sorge. Eigentlich hat er mit den Schwarzen noch verschlimmert. Als wolle er sie bewusst aufstacheln. Er muss da behutsamer vorgehen, finde ich. Ja. Das sind keine Gegner, wie es aussieht. Jetzt ein anderer Plan? Mir kommt so vor, als hätte dich das herummanövrieren und diese verschiedenen Strategien überhaupt erst in die Scheiße geritten. Nimm einfach das Geld zurück, entschuldige dich. Was willst du, Arschloch, wieder hier? Abschneiden. Von ihm wieder. Barbieri ist unter der Erde, aber seine blöde Radiowerbung müssen wir weiter ertragen. $500. Ach, das ist ja süß. Geil, sieht das denn aus? Spielt keine Rolle mehr, was du sagst oder tust. Irgendjemand regt sich drüber auf. Wir ziehen eine Generation von überempfindlichen Arschlöchern groß, die nie von Mamas Brust entwöhnt wurden. Los auf mich auf. Das ist deine eigene... Abgehauen, tot. Weiß der Himmel, was zur Hölle mit Enzo passiert ist. Du hast gehört, was ich auch gehört habe. Der Alte wollte in Rente gehen. Vielleicht passiert ihm gerade irgendwo in Florida ein Mäuschen die Füße. Diesen Scheiß glaubst du doch selbst nicht. Der alte Sack... Ich hab gehört, was Scheiße, ich gehört habe. Granate! Der Verdächtige ist bewaffnet und gefährlich. Verstärkung ist unterwegs. Ich hab nichts gesehen. Gar nichts. Du für mich die Sheriffs in der Innenstadt schmieren? Alles klar. So.
Hier ist aber kein Schwein irgendwie. Oh mein Gott, wo soll ich denn hier lang gehen jetzt? Noch eine Leiche! Oh, das ist komisch. Vielleicht hier drüben? Da ist unser Mann. Wusste ich doch, dass er hier irgendwo steckt. Ja, genau da, wo jetzt sein Hals ist. Oh, neue Federn. Süß. Wo komme ich jetzt? Ach nee, da drüben ist er drin. Damit ich dich sehen kann. Der beeilt sich, aber so schnell wie er sich beeilt, so schnell ist er tot. Nö, das hat keiner gehört. Deswegen reagiert auch keiner. Komm, mein Schatz. Ich bring dich nur um. Da drüben ist noch irgendein Porno. Das muss ich mitnehmen. Kein Lager aus. Ich hab ihn. Oh. Aufhören! Sofort aufhören! Unsere Stadt geht in Wasser. So, kurzes Geld mitnehmen. Hier drüben das vom Vargos oder Lagos. Oh, 25.000. Das ist ein schönes Geldsummchen. Kommen wir nach oben raus oder was? Ach nee, Leiter leert hast, okay. Gut, okay. Dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Ich glaube, das war's schon mit dem Part, oder? Muss ich mal kurz drauf gucken. Ja, das war's. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal, sagt der Männer so Wort. Ciao, ciao. Ciao, ciao.